Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist wieder Samstag, also gibt es ein Sammlungs-Samstags-Video und ja, heute geht es um meine Nagellacke. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich werde alle Nagellacke, die ich besitze, auf meinen Nägeln swatchen. Quasi, also ich werde sie da drauf machen und dann immer wieder runternehmen. Dafür habe ich hier von Isana den Nagellackentferner acetonfrei. Das ist dieses Ding, wo man einfach seinen Finger reinstecken muss. Ich sag nur mal Spoiler vorab, meine Finger hassen mich und ich freue mich auf eine Handmaske, die ich gleich machen werde. Danach kommt schön Nagelöl drauf und dann werde ich erstmal für ein paar Tage meine Fingernägel vollkommen in Ruhe lassen. Wow, okay, das nur mal so kurz vorab. Ich habe einiges in diesem Video oder ich werde einiges in diesem Video aussortieren. Dann wird es auch noch eine Verlosung in diesem Video geben, nicht über die aussortierten Nagellacke, sondern über neue Nagellacke und Nagelprodukte, sage ich mal. Sei da einfach mal gespannt. Ich möchte dir jetzt auch erstmal so ein paar Basics zeigen, bevor wir wirklich in die bunte Materie einsteigen. Zuallererst zeige ich dir mal so ein bisschen meine Aufbewahrung, wie ich das so mache. Das habe ich bei Amazon gekauft. Das ist einmal dieses Ding, verlinke ich dir in der Infobox. Finde ich eigentlich ganz cool, muss man nur halt selber zusammenbauen, wenn es ankommt. Ne? Das ist ein Bausatz. In diesem Ding hier befinden sich meine Nagelpflegeutensilien bzw. meine Topcoats, Basecoats und so weiter. Aktuell verwende ich hier von Yves Rocher die SOS Base Resist. Das ist dieses hier, das mache ich als Basecoat drauf, dann kommen die entsprechenden Farblacke drauf, gegebenenfalls auch irgendwelche Glitzergeschichten. Und dann packe ich mir on top von Maybelline Superstay Flash Dry dieses Produkt, das ist ein Topcoat. Dadurch trocknet das alles ein bisschen besser, finde ich auch super schön. Was ich jetzt auch in letzter Zeit drüber gebe, aber was ich finde, was meine Nägel halt schon ziemlich austrocknet und was ich einfach aufbrauchen werde und danach nicht wieder kaufe erstmal, ist von Riva Loves Me das Quick Dry Spray. Es trocknet wirklich den Nagellack super schnell durch, aber er ist jetzt nicht schlafresistent, sage ich mal. Das heißt, nachts, wenn ich mir abends die Nägel lackiere und dann nachts halt schlafe, dann hast du trotzdem so Ditcher, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so Verschieben-Dinge. Schwierig, ne? Aber gut, ja. Ist nicht das 9+Ultra, aber wird halt aufgebraucht. Dann habe ich hier etwas, was ich im Badezimmer normalerweise stehen habe für meinen Fußnagellack. Einmal den Basecoat von Alessandro. Das ist halt einfach ein schöner Unterlack, der gefällt mir auch ganz gut. Und von Essence den Ultra Dry Topcoat, genau, Ultra Quick Dry oder so Topcoat, genau. Das ist der hier, den finde ich auch ganz gut. Also, ne, ob man jetzt den oder den verwendet, beziehungsweise den oder den, habe ich noch keine so, dass ich sagen kann, oh, der und der ist jetzt besser. Keine Ahnung, ich finde beide gut. Ich habe hier noch ein bisschen was im Backup. Da habe ich einmal den Topcoat von Alessandro. Ich hatte mir ja den Alessandro Adventskalender geholt. Dann habe ich mir aus dem Trend It Up Adventskalender den Super Strong Nail Hardener, diesen hier. Was ich bei den Trend It Up Nagellacken ziemlich blöd finde, ist, dass du ihn erstmal nicht aufkriegst, dass dieses Loch hier oben echt riesig ist. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Ich weiß es nicht. Dann habe ich hier von Color Club Dry Ice Quick Dry Drops. Die werde ich verwenden, wenn mein Riva Loves Me Quick Dry Spray leer ist. Dann kommen die drüber. Wollte ich mal austesten. Wird ja wahrscheinlich ähnlich sein. Dann habe ich hier von Alessandro Spa den Nail Hardener. Ich glaube, den mache ich mir auch noch heute auf die Nägel drauf. Denn Alto Belli, ey, ich habe 60 Nagellacke. 60. Das heißt, jeden Finger 6-mal. Heute drauf gekriegt. Alles klar. Und davor habe ich natürlich auch noch meinen Nagellack runtergemacht, der vorher drauf war. Aber gut. Cuticle Remover Quick and Easy. Das ist einfach ein Nagelhautentferner. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Und danach bin ich halt mit so einem Rosenholzstäbchen da immer so. Ich finde es ganz gruselig. Ich kriege da echt Gänsehaut von. Ich mag das gar nicht. Dann habe ich hier den Ridge Filler, also quasi den Rillenfüller. Den verwende ich auch eher sporadisch, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich jetzt noch einige Nagelpflegeöle, die halt jetzt hier im Backup sind, denn ich habe aktuell, ich glaube, nee, da habe ich ein anderes Öl tatsächlich. Habe ich gerade am Bett stehen, aber ich bin gerade zu faul, um aufzustehen, Leute. Ich habe gerade schon ein paar Stunden gefilmt mit euch. Da habe ich einmal von Neonail dieses Öl, das war letztens in der Box mit drin, das finde ich ganz cool und interessant, das wird ausgetestet. Dann von Essence Hydra Nail Care Serum, das habe ich schon 2-mal, glaube ich, leer gemacht, finde ich echt klasse. Von Rival de Loop das Nailöl mit Toffee-Duft. Das war im, ich glaube,
Rossmann Adventskalender, der Schön für mich Adventskalender drin. Da freue ich mich richtig drauf. Und dann habe ich hier noch von LCN Nail Care das Watergel Care and Cure. Das ist dieses hier. Auch das, ne? Also ich verwende solche Produkte jeden Abend für meine Fußnägel auf jeden Fall. Und wenn ich dran denke, auch noch auf meine Fingernägel, aber meistens vergesse ich sie tatsächlich. Meine Hände werden so ein bisschen benachteiligt und sie tun mir auch sehr, sehr leid. Ja, was noch? Genau, das andere wollte ich dir auch noch zeigen. Das Ding ist im Prinzip genau das gleiche wie das, was ich da eben schon gezeigt habe, nur halt ein paar Etagen höher. Auch das habe ich von Amazon. Genau, ja. Ne? Ist ganz gut. Ich mag das ganz gerne. Und ja, das steht halt eigentlich im Prinzip immer hinter der Kamera. Habe ich jetzt aber nur fürs Video mal hier hervorgeholt. Übrigens, in das Ding da hinten passen ungefähr 50 Nagellacke, weil das sind ja so 5 Ebenen und 10 passen immer so nebeneinander. Und in dieses hier passen, ich würde mal sagen, so 33, je nachdem. Oder 30. Ich würde sagen, auf jeden Fall 30 passen hier rein. Ja, dass man immer 10 so nebeneinander hinbekommt. Und ja, wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Wenn du mich unterstützen möchtest und vielleicht auch sowas haben möchtest, dann schau da einfach mal vorbei. Ich habe dir auch so Aufbewahrungen mal verlinkt von Lippenstiften, Liquid Lipsticks und so weiter. Da das Video lang genug werden wird, würde ich einfach sagen, ich zoome dich jetzt einfach mal. Ich klappe dich mal eben kurz runter, beziehungsweise habe ich ja eben schon. Das ist alles so verwirrend, weil ich das jetzt so zeitversetzt drehe. Du wirst gleich einmal runtergeklappt und dann wirst du die ganze Geschichte mal aus der Vogelperspektive sehen. Viel Spaß! Bitte wundert euch nicht über meine Finger, so sieht das nun mal aus, wenn man im Garten unterwegs ist. Ich starte mit dem Essence Gel Nail Polish, das ist die Farbe 05 Sweet as Candy. Das Füßchen sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Aber das ist tatsächlich eher so ein Unterlack, wenn man das so sagen kann. Der berühmte Essie Balance Slippers, auch den benutze ich eigentlich eher so als Unterlack. Und ist sehr vergleichbar mit dem von Essence. Jo. Es ist jetzt am Anfang noch relativ unspektakulär. Victory Place von Nails Inc. Der ist jetzt schon wieder ein bisschen deckender. Und der ist richtig schön. Den mache ich mir gerne über den Ballet Slippers drüber. Und dann hat man so einen richtig schönen Effekt, finde ich. Von Catrice aus der Merry-Go-Round Limited Edition ist das dieser Nagellack und das ist die Farbe C04 Peace and Serenity. Der ist so ähnlich wie der Ballet Slippers oder so, hat aber tatsächlich noch so einen leichten Goldschimmer mit drin. Das finde ich ziemlich cool. Ja, cool kann man dazu auf jeden Fall sagen. Bei den Catrice Nagellacken und auch von dem von Nails Inc. finde ich ein bisschen schade, dass man immer irgendwie diese Kappe vorher abmachen muss, bevor man den öffnet. Aber naja. Der hier von Freedom ist eigentlich eher so ein Überlack, den ich verwende, um ihn halt über andere Nagellacke drüber zu geben, um sie holographisch zu machen. Der war mal irgendwo in so einer Surprise Bag von Cosmetic for Less mit drin. Das ist der Nail Polish 442 Pro Impact. So heißt er. Ja, denn so solo auf dem Finger ist der relativ unspektakulär, ne? Auf die andere Hand gebe ich mir hier zuallererst von Essie den Venture to the Venue. Das ist eigentlich auch eher so ein Überlag, den ich mir gerne so auf den Ringfinger drauf mache. Der ist auch von den Glitzerpartikeln her sehr fest, also den kriegt man auch sehr schlecht von den Nägeln runter. Aber der ist halt mega schön, finde ich. Also ich finde den richtig klasse. Den mag ich auch gerne auf farbigen Lacken, wie gesagt auf dem Ringfinger, weil es einfach geil aussieht, finde ich. Das macht das Ganze einfach nochmal so ein bisschen peppiger. Jetzt werden wir schon so ein bisschen farbig. Da habe ich hier von Catrice einen, so ein rosaner. Das ist die Farbe 30 Keep Calm and Pink. Auch hier wieder oben die Kappe abziehen. Ich finde es total unnötig irgendwie. Also ich bin jetzt auch echt nicht vorsichtig, wenn ich lackiere, weil ich gleich ja direkt alles immer wieder abmache. Deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt ganz präzise arbeite, oder? Aber die Farbe ist auf jeden Fall cool. Ich finde die ziemlich speziell, ziemlich Barbie-mäßig, aber den musst du, das sieht man auch, in mindestens 2 Schichten auftragen, weil er wirklich streifig ist, ne? Der ist jetzt ganz neu, den habe ich noch gar nicht ausprobiert, von Nails Inc., der Nagellack. Der war jetzt gerade erst in der Glossybox mit drin, das ist Blossom Kisses. Der ist sehr, sehr vergleichbar zu dem von Catrice, aber nicht so streifig. Das heißt, der von Catrice wird mich nun verlassen. Wenn ich wirklich Barbie will, dann ist der von Catrice schon geil, weil da sind schon Unterschiede zu sehen. Nö, der bleibt. Dafür wird mich aber der hier von Essence verlassen, weil die sehen sehr ähnlich aus. Ne? Der sieht wirklich sehr, sehr ähnlich zu dem von Ballet, also von Essie, der Ballet Slippers. Okay, jetzt habe ich hier einen, den hatte ich in der Vegan Beauty Basket von Zao. Das ist so ein ganz cooler veganer Nagellack, glaube ich.
die Farbe 657. Der ist richtig, richtig schön. Der ist so halb durchlässig auch. Also ja, nicht wirklich so deckend. Also deckend schon, aber er lässt halt schon noch so ein bisschen den Nagel durchscheinen. Und das finde ich irgendwie cool. Sehr bonbonmäßig und sehr shiny. Dann habe ich hier von Rival Loves Me Neon Explosion Nail Polish. So ein richtig geiles Neon Pink in der Farbe 03 Happy Days. Der ist halt echt so richtig geil neonmäßig, ne? Finde ich ultra cool. Und das hier wäre dann quasi die erste Runde. Meine Nägel werden mich sowas von hassen, ey. Und verlassen dürfen mich aus dieser Runde dieser hier von Essence und dieser hier von Catrice. Als nächstes habe ich diesen hier von Manucurist in der Farbe Bird of Paradise, also Paradiesvogel. Das ist ein richtig schönes Orange, finde ich. Das ist echt klasse, gefällt mir. Kann man nicht immer tragen, also das ist tatsächlich eher so eine Frühlingsfarbe, aber für mal mag ich das gerne. Als nächstes habe ich ebenfalls einen Orangenen von Essie und das ist die Farbe Resort Fling 318. Das ist ein etwas helleres Orange tatsächlich. Den habe ich letztens getragen und darüber den Topper von Freedom drüber gemacht und zack, war das Ganze pink. Oh, und der ist offensichtlich sehr flüssig, denn er läuft gerade meinen Finger runter. Sieht man das? Naja, wird ja gleich direkt wieder runter gemacht. Dann habe ich hier von Catrice aus der Mini Limited Edition diesen süßen Nagellack. Das ist die Farbe C02 Leading Lady. Ist eher so ein Kupfer, aber habe ich jetzt mal hier in die Farbrange mit reingenommen. Gefällt mir richtig gut. Also auch solo auf dem Nagel gefällt der mir gerade richtig gut. Auch wenn das natürlich ein bisschen mehr ins Gräuliche reingeht, der hat irgendwas. Den kann man aber auch super zu einer bunten Farbe kombinieren und ihn entsprechend auf den Ringfinger machen, weil er halt auch noch so ein Glitzer mit da drin hat. Ein Goldglitzer. Dann habe ich hier, das ist auch eher ein Topper, Altera Naturkosmetik Avocado Power. Den hatte ich, glaube ich, auch mal in einer Box mit drin. Living Coral ist die Farbe. Die mag ich übrigens auch richtig gerne über so einem Orange drüber, ne? Das sieht auch richtig klasse aus. Oder über einem Pink. Aber auch solo sieht er toll aus, ne? Der hat halt so einen schönen pearly Shine mit dabei und ja, gefällt mir. Also ich hätte auch niemals erwartet, dass Altera, also eine Naturkosmetik, so schöne Nagellacke rausbringt. Genauso auch bei dem Green, finde ich total super. Auch bei dem, jetzt eskaliert sie, bei dem hier, ne? Ich finde das echt schön, was die für Lacke rausgebracht haben. Top, Hut ab. So, Rival Loves Me HD Gels on the Go. Das ist ein ganz, ganz toller Nagellack. Und die Farbe ist Nummer 14, My Choice. Das ist so ein pinkstichiges Rot. Und das ist halt auch schnell aufgetragen, das trocknet schnell. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Formulierung, gefällt mir unheimlich gut. Hier habe ich aus dem Douglas Adventskalender Step 1, 2 Coats. Ja gut, den Step 2 habe ich glaube ich nicht. Stay and Care Gel Up to 7 Days. Das ist dieses hier. Und das ist auch eine wirklich schöne Farbe, mag ich gerne, schön knallig. Und das ist die Farbe Crazy Ghost. Ein verrückter Geist. Unter diesem Nagellack muss man definitiv irgendeinen Basecoat drunter tragen, weil ja, dadurch, dass der halt so rötlich ist und das dann halt durchscheinen lässt, was drunter ist, finde ich, sieht der Nagel nicht so schön aus. Das gefällt mir dann nicht so ultra gut, aber das Finish, dieses, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, dieses Bonbon-Lollipop-mäßige finde ich unfassbar cool, weil mich das erinnert irgendwie an diese Lollis, die man damals bekommen hat, diese Kirschlollis. Wisst ihr, was ich meine? Mit dem weißen Stiel, diese ganz kleinen, mega. Und daran erinnert mich das halt vom Optischen her. Hier habe ich noch einen von Essie und das ist Attendant to my needs. Gib meinen Bedürfnissen Beachtung. Ich glaube, alle Essie-Nagellacke, die ich habe, hatte ich mal in irgendwelchen Boxen drin. Die habe ich mir meines Wissens nach nicht gekauft. Auch das ist eine wirklich wunderschöne Farbe, finde ich. Und ja, ne? Es ist einfach klasse. Das ist so ein richtiges, schreiendes, pinkstichiges Rot. Das hier ist eher so ein Topcoat, Catrice Spectra Light. Ich weiß nicht, ich glaube, das war mal eine Limited Edition. Und die habe ich aus so einer 25 Teile Markenkosmetik hier bei Amazon Geschichte. Das ist die Farbe Iridescent Illusion 02. Mega geil, wenn du das über so einen pinken Nagellack drüber machst.
Ja, weil ich den halt solo relativ langweilig finde. Also nicht langweilig, sondern nicht so schön. Ne? Der ist so schimmert blau-lila. Eigentlich ganz cool, aber ich mag das lieber, wenn ich darunter noch irgendwie einen farbigen Coat habe, der dann die Farbintensität verstärkt. Also, ne, oder ich mache den nur auf so einen Ringfingergedöns drauf. Essence This Is Me in der Farbe Happy. Das ist ein etwas dezenterer Ton, so ein Mauve-Ton. Ein bisschen schmutziger, würde ich sagen. Sieht auf dem Nagel aber schon irgendwie cool aus. Wenn man dazu dann halt auch noch irgendwie einen Glitzer-Topcoat verwendet oder so, hat das was, ne? Das ist schon ziemlich cool. Oder wenn man halt ganz zurückhaltende Nägel haben möchte, dann macht man sich das halt einfach auf alle Nägel drauf. Aber ja, prinzipiell finde ich den ganz schön. Den habe ich mir tatsächlich selber geholt. Essie Nagellack Unwrap Me ist die Farbe. Das ist aus der Valentinstags Limited Edition, weil man hier auch ein wundervolles Herzchen sieht. Der ist ultra cool. Das ist ein richtig schönes lila Schimmer. Zudem habe ich sogar schon mal einen Instagram-Post gemacht, weil ich den einfach so schön fand und der sich einfach so, so einfach und leicht auftragen lässt. Genau. Finde ich echt klasse. Genau. Das hier wäre dann quasi die zweite Runde. So sieht man das wahrscheinlich auch nochmal in Gänze. Und aus der zweiten Runde wird jetzt tatsächlich auch einer fliegen. Und das ist dieser hier von Essie. Den finde ich einfach zu flüssig und irgendwie auch zu hell. Da finde ich den hier von Green, also nicht Green, den von Manucurist, auf jeden Fall viel, viel schöner. Deswegen wird der hier jetzt fliegen. Der hier kommt aus dem Trend It Up Adventskalender. Der hat keinen Namen. Einfach nur 240. Hat ein Mini-Füßchen. Aber eine schöne Farbabgabe, oder? Das gefällt mir. Ebenfalls aus der Mini Limited Edition habe ich den roten Nagellack. Auch der hat so Goldschimmerpartikel mit dabei. Und das ist die Farbe 1003 Everybody's Sweetheart. Der sieht dem von Trend It Up ziemlich ähnlich, aber es gibt feine Unterschiede. Ich finde, dass der von Catrice doch, also der aus der Mini Limited Edition, etwas dunkler und etwas goldstichiger ist. Diesen Nagellack trage ich auch aktuell auf meinen Füßen. Das ist eigentlich auch mein Fußnagellack, den ich immer bei mir im Badezimmer stehen habe. Das ist von Douglas eine Mini-Version und zwar ist das die Farbe Heartbreak. Der war, glaube ich, auch im Adventskalender mit drin. Auch der ist etwas durchscheinend, aber ich finde den eigentlich ganz schön, weil der auch vor allem richtig lange hält. Das kann ich jetzt ja auch schon beurteilen, weil ich den seit Wochen auf meinen Füßen trage. Und der splittert nicht ab, der reibt auch nicht ab. Das hast du ja manchmal, wenn du halt Fußnagellack drauf hast, dass es dann irgendwie vor allem so am Daumenzeh, am großen Onkel abgeht, aber das tut er überhaupt nicht. Also der ist sehr schön, sehr haltbar und sehr empfehlenswert. Und das ist halt so ein richtig schönes Kirschrot. Mag ich unheimlich gerne. Catrice Iconails It's All About That Red. Der ist ein kleines bisschen heller als der von Douglas. Ließ sich sehr, sehr schön auftragen. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall den von Douglas nehmen, muss ich gestehen, weil ich da halt auch wirklich jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe. Ja, ich brauche eigentlich nicht zwei richtig rote Nagellacke, ne? Von Sally Hansen in der Color Therapy ist das die Unwind Farbe, die 370. Das ist so ein richtig schönes Weinrot. Also im Prinzip sieht er so aus wie der Daisy Nagellack, nur halt ohne Schimmer. Der hat halt ein richtig geiles, ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich nicht so wirklich, aber das hat halt so ein gebogenes Füßchen. Finde ich richtig cool, weil du damit die Farbe halt auch richtig schön auf den Finger drauf bekommst. Oder du malst halt über, weil es zu fett ist. Ja, dafür habe ich dann normalerweise meine Rosenholzstäbchen, um das wegzumachen. Aber es ist an und für sich eine richtig schöne dunkelrote Farbe, die mir unheimlich gut gefällt. Also wenn man die halt ordentlich aufträgt, sieht das echt schön aus. Maybelline Superstay Forever Strong 7 Days in der Farbe Move On. Ich liebe Move, also das Wort Move im Allgemeinen, also tolles Wort. Das Pinselchen ist richtig klasse, weil es auch so schön groß ist und einen schönen Auftrag macht. Den musst du definitiv in zwei Schichten auftragen, weil er ansonsten zu durchscheinend ist, aber er ist schon cool. 7 Tage halten Nagellacke übrigens bei mir nie. Eine ähnliche Farbe hat der hier von Catrice, auch wieder aus der Iconails Reihe und das ist die Farbe It's a Berryful Day. Man sieht es ihm nicht an, aber er ließ sich deutlich besser auftragen. ja, genau.
Das sind die beiden nochmal im Vergleich, die halt sehr, sehr, sehr ähnlich zueinander sind, muss ich sagen. Ich hätte die wahrscheinlich besser auf zwei nebeneinander liegende Nägel auftragen sollen. Brauche ich eigentlich auch nicht beide, ne? Von Alterra wieder ein Nagellack, auch wieder in diesem Mauve-Ton. Und die Farbe ist 04 Berry. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich so Naturkosmetik-Nagellacke verwende, dass sie dann auch pflegender für die Nägel sind und meine Nägel dann nicht so brüchig machen. Er ließ sich wirklich toll auftragen, gefällt mir unheimlich gut und fühlt sich auch einfach schön an. Obwohl meine Nägel gerade jetzt schon schreien. Obwohl ich noch nicht mal bei den dunklen Farben angekommen bin, aber hey. Ebenfalls aus dem Douglas Adventskalender ein Nagellack in der Farbe So Far So Good. Ein wirklich wunderschönes Weinrot, was mir tierisch gut gefällt und was einfach auch so ein klassischer Weihnachtston ist, finde ich. Und von Catrice aus der Daisy Limited Edition habe ich diesen lilafarbenen Nagellack C06 Hot Temper. Ein ultra cooles Violett, finde ich. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, das hier ist dann die dritte Runde. Und aus der dritten Runde dürfen mich verlassen dieser hier von Trinidad, dieser hier von Catrice und dieser hier von Maybelline. Kleines Zwischenfazit zur Halbzeit. Meine Finger hassen mich jetzt schon. Okay, weiter geht's. Das ist einer meiner absoluten Lieblingslacke, Color of the Year 2018. Den finde ich richtig cool. Das ist von Catrice Iconails Mini, so einer Cosmopolita ist die Farbe. Richtig schönes, schimmerndes Lila. Es gab mal Zeiten, da hatte ich nur den. Den habe ich nämlich schon mal nachgekauft, ne? Nur den und einen roten. Sonst nichts. Mittlerweile habe ich 60 oder so. So geil. Der ist super schön. Ich kann auch verstehen, warum das die Farbe des Jahres 2018 ist. Das ist so ein kühles Lila irgendwie. Mega cool. Sally Hansen Boho A Go Go. Die Nummer 700. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dass sich so viele Nagellacke hier angesammelt haben. Es ist ja so, dass ich ja erst seit, gut einem Dreivierteljahr keine Gelnägel mehr trage. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich nur 2 oder 3 Nagellacke, mehr nicht. So viele Boxen haben so viele Nagellacke zu mir gebracht und so viele Adventskalender. Deswegen sind die auch alle noch relativ wenig benutzt, sage ich mal. Ja, der ist okay, aber muss man auf jeden Fall auch in 2 Schichten auftragen. Da finde ich den von Catrice sogar noch besser. Und ich meine, wir reden hier von einem Sally Hansen Nagellack, ne? Ist nicht günstig, so ein Pöttchen. Und wieder Catrice aus der Gold Effect Nail Polish Edition. Lustrous Seduction. Der hat auch so richtig schöne Glitzerpigmente mit drin. Das sieht echt cool aus, ne? Dann habe ich hier von Miss Lynn Holo Shine. Den finde ich richtig toll, auch über einem hellblauen Nagellack. See You Soon ist die Farbe. Ja, solo auf dem Nagel sieht der öde aus, aber es ist halt eher ein Topper. Den mache ich mir halt wirklich über blaue Nagellacke drüber. Da kommen wir auch gleich noch zu den blauen Lacken. Dann ist der richtig, richtig geil. Der macht so einen schönen Holo-Schein und das ist irgendwie, sieht so, weiß ich nicht, mehr Jungfrauen-Style-mäßig aus, weil der halt auch so pinke und blaue Pearly-Schein-Schimmerpigmente mit drin hat. Das hier ist eigentlich eher ein silberner von Essie. Gadget Free ist die Farbe. Der ist echt krass, ne? Ich finde ihn cool. Richtig metallisch. Von Manhattan Super Gel Nail Polish. Der hat so einen grünen Shift mit drin. 001 Sparkle On. Auch das ist ein Topper von, ja, so grünlichen Nagellacken. Catrice Limited Edition Merry Go Round in der Farbe 1005 Heaps of Passion. Das hatte ich auch in so einem 25 Teile Markenkosmetik Gedöns drin. Der hat sehr grobe Glitzerpigmente mit drin. Kann man aber auch wunderschön über einen schwarzen Nagellack oder so drüber machen als Topper. Und irgendwie hat der was. Hier haben wir noch einen von Catrice Spectraloid. Das ist, den hatte ich ja schon quasi in einer rosanen Farbe. Jetzt hier auch nochmal in einer blauen. Und das ist die Farbe Irregular Galaxis. Den kann ich mir auch super vorstellen, um ihn mal über diesen Nagellack hier drüber zu machen. Ich glaube, das sähe auch ziemlich geil aus. Ja, ne? Ziemlich, galaktische Farbe. Gucken wir mal, wie das aussehe. Oh, Baby. Das sieht hammergeil aus, oder? Über dem Nagel jetzt drüber. Das sieht schon cool aus. Oh, ich stehe auf so Topper-Geschichten. Mega geil. Essence Aquatics. Okay. The Holo. Das muss ich mal austesten. Under the Sea ist die Farbe. Als Topper kann der wirklich was. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das sieht schon cool aus. Aber der hat ein furchtbares Füßchen.
Das ist winzig klein, aber gut, damit kannst du präzise arbeiten, ne? Und hier haben wir so einen ganz, ganz, ganz alten Nagellack von Rival de Lubiang Gel Look Nail Color. Und das ist die Farbe Atlantis. Mega cool, weil der halt auch noch so einen Pearly Shift mit drin hat. Das sind richtig Bonbon-Nägel. Das finde ich richtig geil. Da dann so einen schönen Topper, wie zum Beispiel den hier vom Ringfinger, einfach drüber machen. Mega geil. Und hier haben wir jetzt die Runde Nummer 4. Und aus der Runde Nummer 4 wird mich nun verlassen, zum einen dieser Nagellack von Sally Hansen, weil der kann echt nicht gegen die anderen anstinken, muss ich gestehen. Und auch der hier von Manhattan wird mich jetzt verlassen, weil der irgendwie, das ist schon ein bisschen zu gelb, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde, aber er kommt jetzt weg. Okay, ich habe mich jetzt doch entschieden, diesen Nagellack von Catrice auszusortieren. Der ist zwar cool, aber der ließ sich gerade so furchtbar abmachen und hing in meinem Nagellack-Entferner-Pöttchen so dermaßen fest. Also ich glaube nicht, dass das so cool ist. Der wird wandern. Hier habe ich von Florma einen Nagellack. Kann das sein, dass das Produktionsdatum in 2012 war? Oje, oje, oje. Das ist die Farbnummer 429. Hat ein wirklich sehr, sehr feines Pinselchen. Aber die Farbe ist mega schön. Die gefällt mir richtig gut. In Pepperminty habe ich diesen Nagellack von Kiate. Den habe ich jetzt letztens erst in meinem Glossy Eye gehabt, glaube ich. Der ist wirklich sehr, sehr streifig. Aber das Pfefferminzfarbene finde ich echt schön. Oh, den muss ich vorher schütteln, der sieht ja furchtbar aus. Von Sally Hansen Complete Salon Manicure in der Farbe Mojito. Auch der relativ streifig, aber es ist einfach eine coole Farbe. Es ist so ein richtiges Grün. Richtig geiles Grün. Und ich glaube, der einzig richtig grüne Nagellack in meiner kompletten Sammlung. Ja, tatsächlich. Von Rival Loves Me habe ich noch einen weiteren von den HD Gels on the Go, der ist ultra cool, den habe ich auch schon öfters drauf gehabt und da habt ihr mich nachgefragt, was ich auf meinen Nägeln trage. Und das hier ist die Farbe Blue Lagoon, genau. Der ist wirklich wundervoll schimmernd, gefällt mir richtig, richtig gut, erinnert mich aber gerade voll an den Spectra Light von Catrice. Deswegen wird der von Catrice wandern, weil jetzt habe ich ja den hier. Als nächstes habe ich von Manhattan Last and Shine diesen jeansblauen Nagellack. In der Farbe 870 Denim Lover. Der deckt richtig schön und ja, ich habe gepatzt, aber hey, das wird ja gleich wieder abgemacht. So ein schönes, gräuliches Blau. Als nächstes habe ich hier von Sally Hansen ebenfalls ein Gel-Nagellack. Auch der muss mal geschüttelt werden, der ist auch schon gut verwendet worden. In der Farbe 370 Sugar Fix. Das ist ein wirklich schönes, aber sehr, sehr zickiges Hellblau, denn darunter muss man sich auf jeden Fall noch einen Unterlack geben, denn ansonsten scheint der einfach viel zu sehr durch. Den kombiniere ich auch sehr, sehr gerne mit dem hier von Miss Lynn. Das sieht wirklich toll aus und darunter gebe ich mir dann gerne den Essie Ballet Slippers, also den hier. Das ist dann eine wirklich coole Kombination. Als nächstes habe ich ebenfalls von Sally Hansen diesen Nagellack in so einem schönen Marineblau. Tidal Wave ist die Farbe. Auch der hat dieses Bonbon-Finish, das heißt, der ist so ein bisschen durchscheinend. Und da muss man auch etwas drunter geben, weil der ansonsten einfach zu lichtdurchlässig ist. Es sei denn, man mag das. Dann kann man es so lassen. Von Color Club habe ich hier ebenfalls so einen marineblauen Nagellack. Bright Night ist die Farbe. Der ist sehr ähnlich zu dem von Sally Hansen. Und einer von den beiden wird mich heute verlassen, glaube ich. Der hat ein Mini-Mini-Mini-Füßchen. Ach, du ahnst es nicht. Lässt sich aber wundervoll auftragen. Das sieht echt schön aus. Und der ist echt sogar schöner als der von Sally Hansen, oder? Hier habe ich einen von Essie in der Farbe Aruba Blue. Der hat auch wieder so Schimmerpigmente mit drin, was ich ja richtig gerne mag. Der sieht auch klasse aus, ne? Mega schön. Mag ich auch unheimlich gerne. Das ist so ein schönes, ja, weiß ich nicht, mehr Look-mäßig. Manchmal mag ich das ja auch richtig gerne, dass ich blaue Nägel trage. Und über den braucht man nicht mal wirklich einen Topper drüber geben, weil der ja von sich aus schon so schimmert, ne? Tja, und der tritt im Prinzip auch an gegen diesen hier von Miss Lynn, weil der ist sehr, sehr ähnlich dazu. Velvet Diamond in der Farbe Royal Blue, ein royales Blau. Och, der Unterschied zwischen den beiden ist doch noch groß genug, sodass ich beide behalten werde. Den finde ich von den Glitzerpigmenten sichtbar, also du hast mehr Glitzerpigmente. Und dafür ist der von Essie etwas mehr ins Pearlige, Scheinende. Und den könnte man auch noch als Topper von zum Beispiel dem hier verwenden. Wenn man ein bisschen Glitterflitter haben möchte.
Ja, ich glaube, das sieht sehr cool aus. Gucken wir uns das mal an. Oh ja, das sieht mega geil aus, oder? Hammermäßig. Und aus dieser Runde wird mich verlassen dieser hier von Sally Hansen. Und der von hier Catrice ist ja auch gegangen. Also, ja, ordentlich. Bevor wir nun zur sechsten und letzten Runde kommen, wollte ich einfach mal zeigen, was du in diesem Video gewinnen kannst. Da habe ich einmal ein Nagellack-Set von OPI, dann einen roten Nagellack von OPI, von Alessandro zwei verschiedene Nagellacke, ein Dry Ice von Color Lab, um die Nägel schneller trocknen zu lassen, von Nail Geek ein rosafarbenen Nagellack, von Uslu Airlines einen durchscheinend roten Nagellack. Und ein Set von EOS, da hast du einmal eine Handcreme mit drin und einen Lippenbalsam. Alles, was du tun musst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir einfach unten in die Kommentare rein, wie viele Nagellacke du so bei dir zu Hause hast. Genau, so sieht man auch die anderen beiden Nagellacke. Hoffentlich fällt nichts raus. Von Tees habe ich einen Head Over Heels Nail Lacker. Das ist eigentlich eher so ein Topper. Der setzt sich immer ab. Unten setzt sich das Glitzer ab. Das ist die Farbe Metal Mania. Durchgeschüttelt sieht der schön aus. Den könnte ich mir halt auch wirklich über diesen Nagellack echt gut vorstellen. Ne? Von Sally Hansen, genau, der Mojito. Oder über dem von Kia T. Ich glaube, das kommt auch ziemlich gut. Aber erstmal tragen wir ihn auf und gucken, wie er überhaupt aussieht. Glitter-Flitter-Alarm, würde ich mal so dazu sagen. Ne? Metal Mania trifft es definitiv. Aber ich finde es schön mit diesen silbernen und blauen und goldenen Schimmerpigmenten drin. Das sieht irgendwie geil aus und als Topper ist das, glaube ich, echt eine Wucht. Von Catrice aus der Mini und Daisy Limited Edition habe ich den Mini-Nagellack hier. Das ist die Farbe Fashionista. Auch das ist eher ein Topper mit so einem kupferfarbenen Unterton, aber eine schöne Farbe, ne? Ebenfalls Catrice und dieser hier aus der Merry-Go-Round Limited Edition ist dieser hier. Treasured Memories ist die Farbe. Der ist einfach mal fast identisch mit dem von Mini. Upsala. Naja, Catrice, das war ja super. Es ist identisch. Was ist das denn? Von Essie habe ich diesen Nagellack. Das ist eigentlich auch eher so ein Topper. Und die Farbe ist To Have and To Gold. Wobei der auch einen sehr schönen Pearly-Schein hier so in der Flasche hat, ne? Er reiht sich in diese Riege mit rein, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Also von den dreien werde ich nur einen einzigen behalten. Von Manhattan Super Gel Nail Polish habe ich diesen hier in der Farbe 002 Make a Wish. Schwierige Farbe, oder? Mag ich nicht ganz so gerne leiden. Von Love aus dem Adventskalender habe ich diesen Nagellack. Bronze Rosé ist die Farbe. Auch hier wieder den Deckel abziehen und dann aufdrehen, das finde ich echt blöd. Auch hier, die Farbe ist wunderschön und so auf einem Finger vielleicht, ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich sowas trage. Ich glaube eher nicht. Von Catrice aus der Limited Edition mit Minnie und Daisy. Daily Daisy. Das ist ein grau-lila. Cool, glaube ich, wenn ich mir schwarze Nägel mache und den hier als Ringfinger. Von Uslu Airlines, dieses Kaffeebraun. Milchkaffeebraun, weiß ich nicht. Und die Farbe ist Roar. Also R-O-R. Coror. Ich kann es nicht aussprechen, Leute. Die haben immer so komische Namen. Das sind auch irgendwelche Reiseziele in Timbuktu. Keine Ahnung. Irgendwo weit, weit weg. Das ist ein richtig heftiges Nude. Braun Nude. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwas anfangen kann. Also finde ich jetzt nicht so optimal. Also ich finde es auch nicht schön, um ehrlich zu sein. Ich mag das echt nicht. Nee. Auch so ein Asbach uralter Nagellack von Astor in der Farbe Ultra Diamond. Ja, guck dir das an. Der hat diesen Goldschiff mit drin. Das ist, glaube ich, ein Braun oder Grau mit Gold drin. Sehr, sehr aufregend. Achso, ich sollte ihn wahrscheinlich vorher schütteln. Denn, wie gesagt, Uraltschätzchen. Winzig kleines Bürstchen. Stinkt wie Hulle. Wie damals halt auch so Nagellacke gerochen haben. Das war ja immer sehr, sehr intensiv vom Duft her, finde ich. Ja, ich weiß nicht. Es ist so ein Grau. Den Goldstift sieht man nur ganz, ganz leicht. Aber schön finde ich den jetzt irgendwie.
Nicht unbedingt, ne? Und hier von Essence Shine Last and Go einfach mal ein richtig schwarzer Nagellack. Ich glaube, das, was mir fehlt, wäre tatsächlich noch ein weißer Nagellack, denn den habe ich gar nicht. Und das ist die Farbe Black is Back. Ja, passt, ne? Das ist ein Schwarz. Jo, finde ich geil. Ein glänzendes Schwarz, was du definitiv in zwei Schichten auftragen müsstest, um es richtig deckend zu haben. Aber ich finde, sowohl Weiß als auch Schwarz gehört in jede Sammlung rein. Und ich verstehe nicht, warum ich kein Weiß habe. Ich hatte mal ein Weiß. Es ist fort. Ja, und das hier war dann auch die sechste Runde. Und aus der sechsten Runde werden mich verlassen dieser Nagellack von Catrice aus der Mini und Daisy Edition. Dieser Nagellack von Catrice aus der Merry-Go-Round Edition. Dieser Nagellack von Manhattan. Dieser Nagellack von Love. Dieser Nagellack von Uslu Airlines. Und dieser Nagellack von Astor. Da habe ich ja mal ordentlich ausgedünnt. Und herzlich willkommen zurück in der normal guckenden Perspektive. Ja, das ist doch schon mal ziemlich erfolgreich gewesen, oder? Wie gesagt, meine Hände hassen mich. Ich werde gleich duschen, dann werde ich mir schön meine Nägel in Handschuhe packen. Ich habe da so Baumwollhandschuhe und dann packe ich mir ganz dick Handcreme drauf. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo eine Handmaske rumfliegen. Vielleicht mache ich mir die auch noch. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammlungsvideos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!